Hello everyone, in this video we're going to have a look at G7 contact clauses. So in relative clauses, notwendige Relativsätze ohne Relativpronomen. The theater that was rebuilt looks very much like the first Globe Theater und so weiter. Contact clauses sind eine besondere Form von notwendigen Relativsätzen, bei denen wir das Relativpronomen weggelassen werden kann, wo das Relativpronomen nicht gebraucht wird. Vor allem wird sowas in der Umgangssprache genommen, aber wir sind alle faul und versuchen, das so kurz wie möglich zu halten. Wenn wir ein Wort weglassen dürfen im Satz, dann machen wir das gerne. So, Relativpronomen können Subjekt oder Objekt als notwendige des notwendigen Relativsatzes sein. Das ist immer die Option. Entweder A ist das Relativpronomen als Subjekt oder als Objekt. Gucken uns das direkt mal hier an. The guide was an expert. Who that knew. So, hier ist ein Verb. Müssen wir mal drauf achten. Verb. Who knew everything. Also, der Expert wusste alles über Elizabethan Times. Subject, Verb, Object. So, denkt dran, wir haben immer Subject, Verb, Object. Das ist immer der Satzbaureihenfolge. Oder es kann Object sein. Also, und dann wenn es Subjekt ist, kann es nie weggelassen werden, wichtig. Und hier können wir es weglassen, wenn es Objekt ist. Das heißt, Shakespeare was a writer, who that we, subject, talked, verb, talked, object. Right? Also hier brauchen wir es nicht, da können wir es ruhig weglassen. Shakespeare was a writer, we talked about in English. Or here, the pipe is a thing J found, subject, verb, object. Auch weglassen. Also die ganz kurze Regel ist, who, that, which, plus, verb oder ein Adverb, Adverb plus Verb gleich niemals weglassen. Das ist so die Grundregel, die wir uns merken können. Wenn dahinter ein Verb steht, dann können wir es niemals weglassen. Beispiel hier nochmal, who. That plus Verb können wir nicht weglassen. So. Who that, wenn jetzt hier noch richtig dahinter really knew, das ist ein Adverb, dann können wir es auch nicht weglassen. Ja? Das ist manchmal so ein bisschen blöd, dann steht da ein Adverb und dann sagen mir Schüler, oh, da steht doch kein Verb. Ja, aber ein Adverbum beschreibt ja das Verb, das dürfen wir dann trotzdem nicht weglassen. Ein wichtiger Punkt. So, hier steht kein Verb hinter. So, dann ist das die Chance, dass Subject, dass das wieder ein neues Subjekt ist des Verbs, ist dann eigentlich ganz gut. Und somit können wir dann eigentlich größtenteils das schon sehen, okay, dahinter J, we, dann können wir auch das weglassen. Und das ist jetzt so die große Regel. Gibt noch ein bisschen den Punkt. Im Kontextklausel also steht die Präposition about, with, to, immer hinter dem Verb. Shakespeare wrote a lot of plays students learn about at school. A place which wurde ja hier weggelassen quasi, ne? Ja, aber das mit den Präpositionen, das taucht sowieso nicht so häufig auf. Also das ist jetzt nicht so wichtig. Hauptsache ihr versteht hier die Grundregel. Objekt können wir es weglassen, Subjekt können wir es nicht weglassen. So, hier sind noch ein paar Zusammenfassungen und ein kurzes Test Yourself Exercise. Und da kann man das nochmal üben. So, ich hoffe, das Video war hilfreich. Gerne Daumen hoch da lassen, Abo, ne, und alles Gute. Bis dahin, tschüss.